Nachspielzeit. Das Martha Argerich Festival in der Leishalle in Hamburg. Die Nachlese mit Holger Wiemhoff. Und es war definitiv ein weiterer sehr besonderer Abend im Rahmen des diesjährigen Martha Argerich Festivals in der Hamburger Leishalle, wo vor allem alle Klavierfans vollstens, muss man sagen, auf ihre Kosten kamen, denn nicht weniger als 7 PianistInnen waren gestern Abend auf der Bühne vereint, in verschiedensten Konstellationen, zu dritt, zu zweit, solo und an verschiedensten Flügeln. Sehr beeindruckend zum Beispiel Gabriela Montero, die großartige Pianistin, die neben einer Originalkomposition von Prokofjew natürlich wie immer das Publikum mitgerissen hat, indem sie improvisiert hat auf eine Melodie, die ihr das Publikum vorgeben sollte. Und da wir uns ja in Hamburg befanden, nach einigen Zögern kam dann schließlich eine Dame, traute sich und sang Brahms Guten Abend, Gute Nacht. Das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. So, for this I'd like to ask the public to sing me a few notes of a theme, a melody, so that I can, everyone always laughs, I know, so that I can play it a few times and you can hear it, I can remember it, and then something happens that has no beginning and no end. It just happens in the moment. So who would like to sing me anything at all? It can be from here, it can be classical, it doesn't have to be classical, anything at all, as long as it's well known and recognizable to everyone. I'm taking suggestions now. So who would like to sing a few notes of something? Yes? What is that? Are you singing? Is that it? Yes? Okay, well, that's what I heard. So let's say it's okay? I've never been asked for that before. Okay, so. Und nachdem sie dann endlich Guten Abend, Gute Nacht, das berühmte Wiegenlied von Brahms hatte, fing sie dann an, über diese wunderschöne Melodie zu improvisieren, Gabriela Montero. Ungefähr 6-7 Minuten war diese Improvisation zu Ende und das Publikum, wie immer bei ihren Auftritten, hingerissen. Aber Gabriela Montero war nicht die einzige gestern Abend, die das Publikum hingerissen hat. Es gab Weinberg zu Beginn, es gab herrlichsten Chopin und dann kam es zu einer Familienangelegenheit. Neben Martha Argerich, eine weitere legendäre Pianistin auf der Bühne, die russische Pianistin Lilia Silberstein. Auch sie lange Jahrzehnte schon mit Martha Argerich befreundet und ihre zwei Söhne sind ebenfalls Pianisten geworden. Anton und Daniel Gerzenberg. Anton hat gerade zum Beispiel einen der berühmtesten Klavierwettbewerbe der Welt gewonnen, Gesa Ander nämlich. Und mit beiden Söhnen hatte ich Gelegenheit zu sprechen, aber sie hatten natürlich auch zunächst auch mal zu dritt einen Auftritt mit einem nahezu unbekannten Rondo Brillant von Karl Czerny. Thank you.
eine Familie zu dritt, Mutter und die zwei Söhne an einem Flügel vereint. Eine so lange Klavierbank gab es nicht, deswegen musste ein zweiter Klavierhocker daneben gestellt werden mit Karl Czerny. Sie hören das Publikum völlig aus dem Häuschen. Mein persönliches Highlight an diesem Abend war allerdings, die beiden Brüder zusammenzuhören. Und zwar bei einer wunderschönen Zwei-Klaviere-Bearbeitung von Bernsteins West Side Story, von den symphonischen Tänzen. Zum einen Anton und Daniel Gerzenberg, extrem klasse rhythmisch unterwegs. Schnipsend, Mambo rufend. Es war also wirklich alles vorhanden, was das Bernstein West Side Story Herz begehrt. Und die beiden fanden eben auch definitiv die Zwischentöne für die leisen, großen Passagen. Und Daniel Gerzenberg mit den sinfonischen Tänzen aus der West Side Story von Leonard Bernstein an zwei Klavieren. Das Publikum aufgrund dieser Pianistenschlacht oder wie Intendant Daniel Kühnel es nannte, dieses Pianistenballetts auf der Bühne hingerissen. Einen Wiederholer habe ich auch im Publikum entdeckt. Ich habe gestern Abend schon im Publikum mehrere Wiederholungstäter im positiven Sinne entdeckt und gleich eine Dame verhaftet. Und heute Abend ist es wieder so. Wie viele Konzerte haben Sie denn schon gesehen? Ich habe Sie auch mehrfach gesehen. Es waren 5, glaube ich. Auch 5. Die Dame gestern hatte auch 5 tatsächlich. Kommen noch mehr? Ja, morgen auf jeden Fall. Dienstag kann ich leider nicht. Heute war ja, wenn man das so sagen kann, eine echte Piano-Battle, oder? Also es war wirklich, wie viele Pianisten waren auf der Bühne? 7 PianistInnen, muss man ja sagen. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber das haben Sie gemacht. Wahrscheinlich war das so. Aber eine riesen Abwechslung, ja. Stilistisch, auch pianistisch. Also ein ewiger Jungbrunnen eigentlich an pianistischem und klavieristischem Klang. Und vor allem eine familiäre Angelegenheit noch dazu, ne? Weil wir hatten ja die Familie Silberstein-Gerzenberg hatten wir auf der Bühne zu dritt. Zu dritt habe ich sie noch nie erlebt. Es war ein unterhaltsames Stück von Czerny. Es war jetzt keine große Kunst, aber es war toll, die dreimal zusammenzusehen. Ja, und ich musste ihn mal fragen, wie sich das eigentlich platzmäßig vor dem Klavier ausgegangen hat. Das muss eigentlich Schulter an Schulter ziemlich eng gewesen sein. Ja. Wenn man jetzt die Familienverhältnisse sieht, ja, es ist großartig, wenn man also diese Mutter- und Zwei-Söhne-Familie am Klavier sieht. Aber das Interessante ist ja eigentlich, dass Martha Argerich zu dieser Familie dazugehört oder gegebenenfalls umgekehrt. Denn ich weiß, das müssen Sie aufklären. Anton Gerzenberg hat hier als 7-jähriger Steppke im Künstlerzimmer schon für Martha Argerich gespielt. Und seither findet eine Förderung statt, die aber sogar gegenseitig ist, weil auch beide Jungen schon mit Martha Argerich gespielt haben. Und sie lieben gerne von denen auch Tipps annimmt. Es ist nicht nur so, dass es von alt nach jung geht, sondern alt hört jung zu und dann kommt Interaktion. So stelle ich mir Musik vor. Ja, toll, das auch von einem Insider zu erfahren. Aber man weiß ja sowieso, dass viele hier, also Musikerinnen und Musiker, die da sind, einfach eine ganz enge Beziehung zu Martha haben und das wirklich ein Familienfreundescamp quasi schon ist. Total. Und man hat das eben gesehen, als Martha auf die Bühne kam, waren die anderen Musiker alle im Raum. Ja, das stimmt. Sie hören. Ja. Also diese gegenseitige mentale Umarmung und musikalische Umarmung, da als Publikum auch bei sein zu können, das finde ich schon sehr privilegiert. Eines der Höhepunkte heute Abend waren die beiden Brüder Gerzenberg mit den symphonischen Tänzen aus Bernsteins West Side Story. Wie war es für Sie? Was war für Sie? Oder können Sie jetzt gar kein Highlight aufzeigen?
Ich fand es großartig, wie die beide als Individuen gespielt haben, aber doch aus einem Guss. Ich hatte das Gefühl, hier waren nicht zwei Pianisten, sondern ein Duo am Werk. Und das finde ich am Duospiel eigentlich am spannendsten. Dann sind wir zwei glückliche Menschen heute Abend wieder. Total. Und wir freuen uns schon auf morgen. Und sehen uns morgen wieder, genau. Vielen Dank. Schönen Abend. Eine große Familienangelegenheit, eben nicht nur Lilia Zilberstein mit Anton und Daniel Gerzenberg, sondern eben auch, und das rundete den Abend dann gestern natürlich ab, Marta Argerich zusammen mit Lilia Zilberstein am Klavier und Dmitri Schostakowitsch und dem Concertino. Großes Pianistenkino also auf der Bühne. Und da musste ich natürlich bei beiden Brüdern nochmal nachfragen, auch nach der familiären Beziehung zwischen Marta und der Familie Zilberstein-Gerzenberg. Mit Anton, der gerade den Gesa Ander Klavierwettbewerb gewonnen hat, habe ich begonnen. So, Anton Gerzenberg ist hier vor mir und ist heute das erste Mal im Rahmen des Marta Argerich Festivals aufgetreten. Aber der war auch nicht geplant heute Abend tatsächlich. Ja, genau, das habe ich vorgestern. Vorgestern? Gut, ich meine, ja, also vorgestern habe ich dann die Nachricht bekommen, dass ich spielen soll. Und dann ja, habe ich dann gehört, okay, dann komme ich. Ich war in Köln zu Hause oder ich war beim Üben, musste ich schnell die Noten kaufen gehen nochmal. Dann, also ich habe es schon gespielt, das Stück, aber ich hatte nicht meine eigenen Noten. Ist länger her, als du es gespielt hast? Oder? Ja, ich hatte das eigentlich, also im Konzert habe ich das niemals gespielt, aber ich habe mit einer Freundin, haben wir im Kammermusikunterricht an der Hochschule, haben wir das erarbeitet. Das, ja, war sehr schön. Und dann hast du innerhalb von 2 Tagen das so verinnerlicht, um das heute Abend so auf die Bühne zu bringen. Mein Gott, da ziehe ich noch mehr meinen Hut, das ist ja unfassbar. Also, ja, also gut, ich meine, ich kenne eben das Stück. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann. Nimm einfach mein Kompliment an, mein Lieber. Also es war wirklich, es ist ja sowieso ein höhepunktenreiches Festival. Auch heute Abend war, im Gegensatz zu gestern, ein ganz anderes Programm. Gestern war es sehr, sehr bunt, mit Lana, Kreisler, Tangos und so weiter. Und heute Abend war es also wirklich so ein Core-Klassik-Programm, sage ich mal. Aber ja, Deutsch, also Brahms, Beethoven und Schumann, es tat wirklich gut. Und das macht eben auch den Reiz dieser Festivals aus. Der Marta-Festivals, muss man ja sagen. Sag mir doch, mein Lieber, es ist ja wirklich so diese ganze Familie. Ich bezeichne es als Familie, Freundeskreis, als Marta-Familie. Seit wann kennt ihr euch denn? Ich meine, sie kennt mich eigentlich, seitdem ich 3 bin. Ich kann mich daran eigentlich nicht erinnern. Aber seitdem ich so 4 bin, kennen wir uns so persönlich sozusagen. Weil meine Mutter hat mit ihr 99 in Stavanger beim Festival zum ersten Mal gespielt. Mhm. Und ich war eben dabei. Kann mich, wie gesagt, nicht daran erinnern. Aber dann haben die halt so 20 Jahre jetzt schon, oder über 20 Jahre Duo jetzt gespielt, noch in Hamburg, in verschiedenen Orten, auch morgen spielen sie ja. Und ja, deswegen, es ist irgendwie, sie kam halt einmal im Jahr zu uns nach Hause, dann wenn, oder alle 2 Jahre oder so, wenn sie mal hier gespielt hatte. Mhm. Oder ja, das war deswegen, also sie ist eine Fixfigur damals gewesen. Ah, Marta kommt. Und gehört fast zur Familie eigentlich, ne? Also zur richtigen Familie, muss man ja fast sagen. Ja, vielleicht kann man das so sagen. Ja. Also will ich mich nicht so anmaßen, aber vielleicht schon, kann man schon sagen. Apropos Familie, dein Bruder kommt noch dazu in diesem Festival, deine Mutter kommt auch noch dazu, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Und zusammen tretet ihr auch noch auf? Genau, wir spielen morgen zu zweit West Side Story mit meinem Bruder. Symphonic Dance ist aus West Side Story. Und dann spielen wir mit meiner Mutter zu dritt an einem Flügel Czerny Rondo Brillant, heißt das. Ne? Wie, das passiert auch wahrscheinlich nicht so häufig, ne? Dass ihr zu dritt irgendwo... Also wir haben so ein Programm, was wir manchmal spielen. Haben wir in Italien gespielt und spielen wir wahrscheinlich nächstes Jahr auch in Taiwan. Und ja, da spielen wir dieses Stück zum Beispiel, dieses Czerny. Es gibt ja nicht so ein großes Repertoire. Eben. Aber es ist ein echt schönes Stück, so Frühromantik. Bin gespannt, ich kenne es nicht. Halb Bel Canto, sehr süß. Ach, klasse. Freue ich mich schon drauf. Wird ein Highlight wahrscheinlich morgen Abend. Anton, was mich noch interessieren würde, die letzten Monate, und man muss es ja fast 1,5 Jahre sind es ja gewesen, wo Musikerinnen und Musiker wirklich ja pandemiebedingt fast Berufsverbot hatten. Wie schwer war das auch für dich persönlich oder für deine Familie auch? Ja, das betrifft es ja mehrfach gleich. Ja, natürlich, die Konzerte, das ist war eben einfach nicht möglich. Und ich meine, natürlich, also die Marta hat super viel gespielt,
eigentlich. Auch mehr, Streaming. Mehr als davor. Mehr. Fast, ja, in diesen ganzen Streams. Aber eben nicht, also die Künstler an der Spitze haben eben ihre Streams gehabt, aber sonst war das dann ein bisschen dürftig natürlich. Ich hatte das Glück, dass ich eben in Wien war, also beim ersten Lockdown hatte ich wirklich Glück, da hatten wir, war ich in einer Wohnung, in dem Haus waren ganz viele Musiker und wir haben einfach die ganze Zeit Kammermusik gemacht. Mhm. Haben wir für uns selbst entschieden, dass wir jede Woche Hauskonzerte im Schlafzimmer machen, weil wir haben einen Flügel gemietet dann gemeinsam und dann konnten wir das machen. Und dadurch habe ich eigentlich sehr viel gelernt. Also irgendwie, der Lockdown hat mir sehr viel gebracht für mich musikalisch. Kreatives. Ja, ich hatte auch eine, es war skandalös, wir hatten so eine Meisterklasse in Wien, wo für 2 Monate, wo ganz viele Lehrer gekommen sind und dann so 8 Pianisten waren oder ein paar mehr, also junge Pianisten, die unterrichtet wurden von Lehrern wie, also meine Mutter war da eigentlich auch, aber Jura Margulis war da, Ferenc Radosz, das war ein Highlight natürlich. Und Andreas Steyer zum Beispiel auch. Toll, und wir, also das heißt der The Oliven Summer School auf Piano oder so etwas. Und das war echt schön, da hatte ich wirklich Zeit, mich zu vertiefen in meine Klavierkunst. Das war so diese erste Phase, ne? Wahrscheinlich. Genau, die zweite Phase war schwierig. Ja, für uns alle. Ja. Für uns alle, glaube ich, ja. Also diese, so der gefühlte ewige Winter. Genau, das war wirklich so. Ja, und dann war ich, dieses Mal war ich dann alleine in Köln, da war ich, ja, das war nicht so schön. Und dann irgendwann war die Hochschule zu oder man durfte nur bis 7 üben, anstatt von normalerweise bis 10, was auch nicht, ich mag gerne in der Nacht zu üben, ist Einfluss von Madame Agerich. Danke, dass du mir dieses Wort aus dem Mund nimmst. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, man schaut sich von Vorbildern klar verschiedene Sachen an. Ja. Aber ich mag einfach sowieso gerne in der Nacht zu üben. Ja. Hast du auch mit vielen in deiner Zunft Gemeinde? Also ich schließe mich jetzt nicht als Musiker mit ein, aber dadurch, dass ich auch im künstlerischen Bereich seit so vielen Jahren tätig bin, weiß ich auch, dass ich nachts am kreativsten werde. Ja, es ist eben ein Beruf, den man, also man spielt ja auch in der Nacht. So ist es, ja. Vor allem, wenn man in Italien spielt um 9 Uhr abends oder so etwas, bis 11 oder 12. Ja. Und da gibt es keine Sperrstunde von wegen Pasta-Schluss und so, ne? Naja, Pasta ist zum Essen, oder? Also, weiß ich gar nicht. Also, normalerweise nach den Konzerten in Italien oder so, da fängt das Leben ja erst richtig an. Das ist ja richtig schön. Ja, es schön kommt drauf an, wo. Ja, aber es kommt drauf an, wo, ja. Also es ist nicht so wie in Deutschland, wo dann alles zumacht. Aber ja. Genau. Für dich ist es sehr wichtig, glaube ich, dass wir nicht wieder in einen nächsten Lockdown reinrasseln, weil du hast vieles vor. Ja, genau. Also jetzt, das ist natürlich sehr schön. Ich war jetzt beim Gesa-Ander-Wettbewerb in Zürich und ja, habe da gewonnen. Ja, ganz großes Kino, Glückwunsch dazu. Vielen, vielen Dank. Und ja, also es ist natürlich ein guter Moment, wo sich jetzt alles ein bisschen lockert. Also hoffentlich kommt jetzt keine fünfte, zehnte, ich weiß nicht, wie viele Wellen wir schon hatten. Also hoffentlich ist die Delta-Variante. Also ich muss mich jetzt noch impfen lassen. Ja. Hatte ich jetzt noch keinen Moment dazu, weil ich auch wegen dem Wettbewerb wollte ich jetzt nicht mit dem Arm Probleme haben. Aber ja, mal sehen. Es freut mich total, dass das geklappt hat in dieser Zeit. Es ist einer der wichtigsten Wettbewerbe überhaupt. Also es ist wirklich ganz großer Glückwunsch von mir. Und noch viel wichtiger, dass du die Möglichkeit hast, dass das Publikum die Möglichkeit hat, jetzt eben, was ja auch aus diesen wichtigen Wettbewerben folgt, wenn man sie gewinnt, dass es wirklich viele Engagements gibt, die du hoffentlich alle wahrnehmen kannst, im Sinne von dir und im Sinne des Publikums. Ja, also da hoffe ich sehr. Also da kommen so schöne Sachen wie Brahms erstes Konzert in Darmstadt machen wir im November. Oder freue ich mich sehr in Luzern im Dezember. Aber ja, eben, es ist Winter, wie wir aus dem letzten Jahr kennen. Winter ist dann wieder eine dunkle Periode. Aber wir werden sehen. Und bis dahin bist du garantiert schon zweimal gepiekst. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich muss im Oktober nach Taiwan, davor muss ich auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Anton, alles Liebe für dich. Ich freue mich jetzt erstmal auf den Czerny morgen unter anderem und auch die ganze Familie zu sehen. Ja. Und ja,
dieses Festival haben wir echt verdient und saugen es, glaube ich, alle gerade auf. Musikerinnen, Musiker wie Publikum. Ja, man spürt auch in der Atmosphäre. Ja, das Publikum habe ich selten so. Ich komme ja eigentlich aus Hamburg und ich war oft in der Leisthalle. Ja. Und das Publikum ist einfach jetzt so offen und freundlich. Ja. Gut, ich meine, vielleicht, also wenn die Martha kommt, ist halt auch eine andere Atmosphäre im Saal. Ist, glaube ich, so eine Doppelgeschichte. Einmal einerseits natürlich jetzt diese ganzen großen Stars und Martha voranzusehen und so lange drauf gewartet zu haben. Genau. Haben wir verdient. Ja, also ich bin sehr glücklich, heute aufgetreten zu sein. Und, ja. Und ich bin glücklich, dich gesehen zu haben und gehört. Danke dir. Danke, vielen Dank. Anton Gerzenberg, der eine der beiden Brüder, Daniel Gerzenberg, hatte dann gestern seinen Auftritt zusammen mit seinem Bruder und seiner Mutter. Und auch mit ihm hatte ich natürlich Gelegenheit zu sprechen. Beiden Brüder sehr unterschiedlich, was man auch im Interview, finde ich, hört. Daniel. Je später der Abend, desto schöner der Pianist. Und da ist Daniel Gerzenberg. Mein Lieber, erstmal herzlichen Glückwunsch zum tollen Abend heute. Das war großartiges Konzert, dich zusammen mit deinem Bruder zu sehen. Mit Bernstein und den symphonischen Tänzen aus der West Side Story für zwei Klaviere zu vier Händen. Es ist ja so, ich habe mich so ein bisschen umgehört gerade. Wie warst du selber zufrieden mit dir? Ich war sehr, sehr happy, weil wir es geschafft haben, irgendwie den Charakter aus dieser Musik und dem dahinterstehenden Film oder dem Musical sozusagen zu übertragen in eine musikalische Form. Und das hat mich einfach glücklich gemacht. So, ich hatte auch das Gefühl, dass das eigentlich so übergeschwappt ist aus Publikum. Ich glaube, nächstes Jahr wäre das noch größer gekommen, weil du weißt, dass Spielberg West Side Story neu verfilmt? Habe ich gesehen. Hast du den Trailer schon gesehen? Nein, ich hab ihn gestern bei YouTube gesehen, aber ich habe mir nicht angeschaut. Ah, okay. Viele Fans sind entsetzt. Zu stylisch, zu... Also ich, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, ich kann es mir vorstellen. Es ist natürlich immer so bei Remakes immer das Problem, dass halt das Original halt immer besser ist. Aber gut, ich werde es mir auf jeden Fall heute Abend nochmal anschauen. Wir haben uns gerade schon beim Essen unterhalten. Bernstein gilt, also ich sag mal so, bei drei Viertel der Leute, 75%, vor allem als großer Dirigent. Aber wir sind uns beide einig, dass es eben auch ein ganz großer Komponist, einer der großen Komponisten des 20. Jahrhunderts war. Ja, insbesondere mit diesem Stück. Meine Gedanken dazu sind, dass er eben es geschafft hat, vielleicht noch kurz dazwischen, wir sprechen ja sehr viel heute davon, wie können wir interdisziplinäre Projekte machen, wie können wir sozusagen intermedial oder auch multikulturell arbeiten. Und das ist alles in diesem Stück vorhanden. Also es gibt diesen Film, es gibt Schauspiel, es gibt Tanz, es gibt Gesang, es gibt eine Musik, die sich aus verschiedenen Stilen mischt und die sozusagen auf zum Beispiel Themen wie Rassismus behandelt oder eben Absolut. Über Minderheiten spricht. Ja. Und eben auch das Teil des musikalischen Kanons macht. Und das ist wirklich in dem Sinne auch aus heutiger Perspektive wirklich höchst interessant. Mhm. Der andere Aspekt für das Publikum und für die Bühne heute Abend an sich ist natürlich nicht nur das Übergeordnete mit Martha, darüber werden wir gleich noch reden, aber dass ihr eben als Bruderpaar, als die Gerzenberg Brothers schon seit vielen Jahren bekannt seid. Aber es gab auch, darf man darüber reden, eine kleine Pause zwischendurch. Ja, wir haben als ich 24 war, haben wir aufgehört, etwas zu spielen. Jetzt bin ich 30, also vor 6 Jahren. Und wir haben immer wieder auch gespielt, aber wir haben sozusagen diesen Weg, dass wir als Duo, nur als Duo arbeiten, etwas aufgebrochen und wir sind unsere eigenen Wege gegangen. Anton hat jetzt den Klavierwettbewerb gewonnen. Gesa-Ander-Wettbewerb. Und ich bin hauptsächlich als Lead-Pianist tätig und bin auch Lyriker und wir haben sozusagen unsere eigenen Persönlichkeiten entwickeln können. Und es ist jetzt nochmal super spannend, wieder zusammenzukommen und so an Musik zu arbeiten. Und dann auch gleich so ein Stück, das eben diese vielen Facetten hat und auch eben szenisch gedacht ist. Und Anton ist beispielsweise auch ein riesen Opern-Fan und Kenner. Das ist super spannend, dann eben so mit dieser Musik umzugehen, als wäre das eben eine Musik für einen Film, der nicht sichtbar ist in dem Augenblick, aber der in unseren Köpfen stattfindet, weil ja auch die West Side Story so bekannt ist. Mhm. Also ich habe mit einigen Leuten danach gesprochen, die dann gesagt haben, ich habe diese Bilder dann vor Augen gesehen und das war irgendwie das Ziel und deswegen hat mich das auch so glücklich gemacht heute.
Es war eine Familienangelegenheit, nicht nur durch euch, sondern gleich als Zugabe obendrauf gab es noch ein relativ kurzes, aber sehr unterhaltsames, ich weiß nicht, ob es musikalisch gehaltvoll war, es war vor allem unterhaltsam, Czerny-Stück, wo ihr eure Mutter, Lydia Silberstein, noch dazugenommen habt, oder sie euch, je nachdem, wie man es sagen will. Beidseitig. Genau, beidseitig, und habt dieses wunderschöne, Anton sagte mir gestern im Interview, total Belcanto-mäßig, da haben wir den Opern-Dreh sozusagen, angehauchte Czerny-Stück gespielt. Erstens mal war es eng auf der Bank, die noch mit einem Stuhl sozusagen gemacht werden musste, weil ihr habt zu dritt an einem Klavier gesessen. Unfassbares Stück. Noch nie gehört. Ja, es wird, ich habe es auch nie im Konzert gehört, außer wenn ich daran saß. Und es ist natürlich, also klar, Czerny ist jetzt so vor allen Dingen bekannt für seine Klavierschulen und war aber trotzdem auch ein Komponist, der zu seiner Zeit eine Rolle gespielt hat. Ich kenne sonst seine Werke jetzt nicht so ausgiebig, aber das Stück ist natürlich deswegen spannend, weil es diese Besetzung hat. Ja. Und weil es eben spannend ist, wie eben drei Pianisten an einem Klavier zusammenarbeiten. Und das ist natürlich man muss sehr darauf achten, dass es eben nicht zu massiv wird, sondern auch eben durchsichtig und dass eben die einzelnen Stimmen herauskommen und so. Und wie gesagt, also deswegen der Aspekt der Möglichkeit, zu dritt zu spielen, ist einfach sehr spannend. Und bezüglich der Enge, da muss man immer schauen, wer hebt den Arm ein bisschen hoch, dass man halt unterm Arm, also. Und wer blättert? Wer blättert, ne? Wir hatten diese Probleme hatten wir nie, aber heute hatten wir irgendwie zweimal ein Blätterproblem. Das war so lustig. Ja, wo dann fürs Publikum auch. Natürlich, ja. Das kommt dann auch dazu, dass es dann auch so super kompliziert ist. Es ist auch kein Platz für eine Blätterin da sozusagen oder ein Blätterer. Und wir müssen das dann selbst machen. Und das ist dann, ich glaube, einfach unterhaltsam in dem Sinne, das dann zu sehen. Fürs Publikum war es großartig. Daniel, lass mich dich bitte noch fragen. Ich hoffe, dass wir bald ein ausführliches Interview außerhalb dieses Podcasts machen können. Wir wohnen nicht so weit auseinander. Hamburg-Berlin ist eigentlich eine kleine Strecke. Katzensprung, genau. Hamburg kennst du ja sowieso gut, weil du auch eine Zeit hier, glaube ich, gelebt hast. Ja, ne? Ich bin Hamburger Jung. Ich bin hier geboren in Altona. Siehst. Und erste Wohnung, Max-Brauer-Allee, mit eins sind wir dann, als ich ein Jahr alt war, sind wir dann nach Norderstedt gezogen. Ja, war dann so eine. Kannst dich gut erinnern. Ja, ich kann mich gut erinnern. aber dann für mein Bachelorstudium bin ich dann nach Hamburg City sozusagen gezogen und ich kenne die Stadt wie keine andere, weil es wirklich meine Heimatstadt ist. Mhm. So, Hamburg, meine Perle. Ohne jetzt zu nahe dem HSV zu nahe zu treten, aber den wir von hier aus, wir befinden uns oben im 23. Stock eines unglaublichen Gebäudes, den könnte man vielleicht sogar das Stadion von hier aus sehen. Ja, ja. Muss man in welche Himmelsrichtung. Wir gucken gleich mal. Ja. Also mit anderen Worten, das vertiefen wir nochmal, aber lass mich dich bitte einmal noch fragen, ich hoffe, die Frage ist nicht so persönlich, dafür, dass ihr so eine Übermutter als Pianistin habt, die ja wirklich überall und mit den Größten gespielt hat und spielt, habt ihr euch beide wirklich außergewöhnlich gut entwickelt für meinen, also nicht so, entschuldige das Wort, nerdig, sondern ihr seid beide voll im Leben, voll da und dadurch vielleicht durch diese Abkapselung, die irgendwann bestimmt auch passiert ist, seid ihr wieder zu einer Einheit geworden. So kommt mir das zumindest vor. Ja, es ist ein Riesenthema in meinem Leben. Also sozusagen, wie gehe ich damit um, dass meine Mutter eine berühmte Konzertpianistin ist und ich selber auch Klavier spiele. Und es ist eben ganz wichtig, seinen eigenen Weg zu finden und seine eigenen Sachen zu machen und sich so zu entwickeln, dass man wirklich aus seinem Herzen heraus die Dinge tut. Und das war für mich auch ein Kampf und eine Auseinandersetzung. Und ich glaube aber, dass auf der anderen Seite die Auseinandersetzung eben oder die Reibung neue Dinge schafft. Und deswegen ist dieser Moment jetzt hier in Hamburg wieder zu sein ein sehr emotionaler, weil wir zum ersten Mal wir haben in Hamburg gelebt und wir sind vor 6 Jahren hat meine Mutter eine Professur in Wien bekommen, dann sind sie nach Wien gezogen, mein Bruder ist nach Wien gegangen, ich bin nach Berlin gegangen, mein Vater nach Wien und dann ist mein Bruder nach Köln und so. Ich hatte immer das Bild sozusagen eines Sternensystems, das sich sozusagen so dreht und wir haben unsere eigenen Wege sozusagen gegangen und jetzt wieder hier zum ersten Mal seit dieser Zeit sind wir alle gemeinsam wieder in Hamburg. Spielen in der Leishalle, dem Saal, wo ich als 6,5-Jähriger zum ersten Mal aufgetreten bin, im Steinway-Wettbewerb. Und das ist einfach, das ist emotional. Das andere ist, dass wir mit Anton unseren ersten professionellen Auftritt als Duo beim Progetto Mater Agerich damals in Lugano hatten.
Und heute eben hier wieder in so einem symbolischen Moment irgendwie zusammenzukommen, ist ganz, ganz besonders. Mhm. Und damals haben wir das Konzertino von Schostakowitsch gespielt, was heute Abend... Deine Mama und Martha zusammengespielt haben. Genau. Ja. In der Tat sehr emotional. Du hast quasi zwei Mütter. Ja, also nein, eigentlich habe ich eine Mutter. Das muss ich denn musikalische jetzt, Mütter, nennen wir es so. Also, klar, also die Auseinandersetzung mit Martha, sie zu kennen von klein auf. Ich habe ja auch häufig im Konzerten geblättert, wenn die zusammengespielt haben. Das aufgesaugt zu haben, diese Möglichkeit gehabt zu haben, das zu erleben, wie das ist, diese Energie, die sie von der Bühne aussendet, so nah zu erleben, hat mich sehr stark geprägt. Mhm. Für mich ist es, ich sehe mich einfach nicht als Solo-Pianist, deswegen war das für mich nie eine Frage, aber ich bin ja im Liedbereich, versuche ich eben genau diese Erfahrungen mitzunehmen und dort hörbar zu machen und so. Und deswegen auf jeden Fall musikalische Mutter, so habe ich es auch gemeint. Musikalische Mütter trifft das ganz gut. Mhm. Auch natürlich für uns als Brüder und als Duo war das immer auch ein Vorbild, die beiden zu sehen, mit ihnen auf Reisen zu gehen. Wir hatten dann auch mal zusammen eine Konzerttournee gemacht, wo wir dann auch Stücke zu acht Händen gespielt haben, an zwei Klavieren. Und das war eben schon, das sind sehr prägende Erfahrungen, die ich in meinem Leben nicht missen möchte und die ein Privileg sind, also ganz klar. Gibt es Sängerinnen und Sänger, die du besonders gern begleitest? Ja, ich arbeite mit einigen Sängerinnen und Sängern zusammen, mit denen wir sehr spannende Projekte haben. Also meine Lebenspartnerin Hagar Shavit, die ist Mezzosopran, oder Sophia Burgos, puerto ricanische, amerikanische Sängerin, oder Theresa Pilsel, Irina Weber. Das sind Sängerinnen, mit denen ich einfach eine sehr tiefe Verbindung habe und wo wir sozusagen auch außerhalb unserer Arbeit sehr gut kennen. Mhm. Und das braucht es auch, weil wir da sehr sensible Themen immer spielen. Ne? Also die Gedichte bringen immer einen Inhalt mit sich, über den man sprechen muss. Mhm. Und das geht häufig ans Eingemachte. Mhm. Und da muss man diese Offenheit mitbringen, um überhaupt miteinander darüber reden zu können und auch sich da auf einer Wellenlänge zu sein. Mhm. Dani, wir beide vertiefen das demnächst. Gott sei Dank ja nicht weit auseinander. Für den Moment wirklich danke und auch danke für den Abend. Es war toll, euch drei. Und du hast ja nochmal wirklich aufgedröselt, wie besonders auch für euch der Moment war, euch zusammen zu erleben. Danke dir sehr. Herzlichen Dank. Großartig, diese beiden Brüder, Daniel und Anton Gerzenberg, zusammen auf der Bühne zu erleben und dann auch eben im Gespräch hautnah zu erleben. Auch was ihre Beziehung zur großen Martha Argerich angeht. Und ich werde diese Podcast-Ausgabe der Nachspielzeit zum Martha Argerich Festival nicht beschließen, ohne Ihnen zu verraten, dass es morgen eine weitere Ausgabe gibt. Denn auch heute Abend werden wieder große Gäste auf der Bühne der Leishalle erwartet. Renaud Capuçon zum Beispiel, Dorothea Röschmann oder weitere echte Highlights. Darüber dann morgen mehr. Und gerade während der Produktion dieses Podcasts kam die Hammermeldung schlechthin reingeflattert, die ich Ihnen auch nicht vorenthalten möchte, weil sie ab jetzt geteilt werden darf, diese Nachricht. Wir wissen ja, dass sich das Argerich Festival in der Zielgerade sozusagen befindet. Montag, Dienstag, Mittwoch noch jeweils Konzerte. Mittwoch dann das Festival vorbei. Und Martha Argerich hat sich entschlossen, das Festival in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Highlight zu krönen. Als Dankeschön nicht nur an die Leishalle, an die Hamburger, auch an die Symphoniker Hamburg, sondern auch an Intendant Daniel Kühnel. Sie wird um 20.30 Uhr im Abschlusskonzert eine für sie Weltpremiere spielen und dementsprechend auch für das Publikum. Ein großes Stück Musik, was sie noch nie öffentlich auf einer Bühne gespielt hat und das bisher auch noch nicht im Repertoire hatte, das extra für dieses Festival einstudiert hat, nämlich Tschaikowskis kompletten 45 Minuten dauernden Klavierzyklus Die Jahreszeiten. Das ist die aktuelle, hinreißende Programmänderung und das wird das Finale des Martha Argerich Festivals sein, am kommenden Mittwoch um 20.30 Uhr. Wie das war, wenn Sie nicht dabei sein konnten, erfahren Sie natürlich hier auch im Podcast, selbstverständlich. Und jetzt freue ich mich erstmal schon auf die morgige Ausgabe. Nachspielzeit. Das Martha Argerich Festival in der Leishalle in Hamburg. Die Nachlese mit Holger Wiemhoff.